So, jetzt will ich aber erstmal da hinten nach rechts gehen, weil da habe ich doch was gesehen. So, hier so. Da, die Chest. Kann ich hier unten durch? Ich will da durch. Lost Beach. Nee, wir brauchen wahrscheinlich erstmal so noch so eine Art Sprung-Upgrade oder so. Hey, du da. Ja, die Schüssel. Bla, 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 bla. Okay. Hallo. Was? Was? Togoro wurde entführt? Oh nein. Das muss ich sofort dem ich haben. Ah, warum hätte ich es ihm nicht einfach sagen können? Aber wahrscheinlich, damit er einfach von der Tür hier weggeht. Das, die Information haben wir jetzt extra zurückgehalten, einfach nur, um ihn da von der Tür wegzulocken. Na, so, jetzt wollen wir erstmal wieder Metroid-Style-mäßig hier durchgehen. Okay, der scheint unbesiegbar zu sein, aber du da nicht, oder? Komm, du Pilz. Combinations. Wow, 12. 12 Schaden. So, von hinten. Ach, von hinten kann man ihn angreifen. Okay. Dann bist du kein Gegner für mich. Komm her. Ich mach dich fertig. So. Man braucht ziemlich viel XP für ein Level-Up, ne? Ist ja hart. Wie, die Level-Ups sind nicht total awesome. So, was haben wir hier? Ein Kreuz. Kreuz mit Fragezeichen, die da plötzlich aufploppen, wenn ich sie eigentlich ansprechen will. Ah ja, okay. Ich möchte dich gerne erwischen. Ich möchte dich gerne erwischen. Spring ich einfach über dich drüber und erwische dich dann. Mann, warum musst du dann alles so kompliziert machen? So, noch mehr Kreuze. So, da oben ist wieder irgendein Item. Arthurs Grab. Auf dem Grabstein steht, hier ruht Arthur, der edle Held ist. Mimigas. Wie auch immer man das aussprechen will. Oh, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hm, der ist total nicht ominös oder so. So, jetzt wissen wir auch, wo wir hingehen können. Oh mein Gott. Welche Richtung könnte ich noch meinen? Man weiß es nicht. Lol, hoffentlich kriege ich keinen Fallschaden. Kriege ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Okay, rein hier. Arthurs Schlüssel benutzt. Arthurs Schlüssel benutzt. Woo! Und da oben ist ein Safe Point. Safe Point. HP aufgefüllt und saven. Möchtest du speichern? Nein, deswegen bin ich nicht an einen Speicherpunkt gegangen. So, hier haben wir Wörter auf dem Bildschirm. Okay. Möchtest du zum Teleportieren? Was? Willst du das Teleportieren zum Eierkorridor erlauben? Okay. Okay. Und das ist jetzt die Teleportationsmaschine oder was? Okay. Aber ich möchte mich vorher noch hier drin umgucken, ob es hier noch irgendwas Awesomes gibt. Willst du dich ausruhen? Oh ja. Hab ich aufgebürgt. Das ist der totale Unterschied zwischen dem Herzdingens da hinten. Willst du dich ausruhen? Nein. Oh, jetzt gucken wir noch hier unten, ob wir hier irgendwas haben. Hm, Fragezeichen. Ja, wir haben ganz... Oh, Blumen. Hallo, Blumen. Ich verstehe nicht, warum man manchmal Fragezeichen macht und manchmal das Ganze anspricht. Aber egal. Ein Teleporter. Mit zum Eierkorridor. Sicher. Teleporter, ja, wir haben jetzt schon zwei Let's Plays, wo Teleportationen gibt. Egal. Wer bist du denn da? Bist du freundlich? Ich würde aufpassen, wenn ich du wäre. Weiße Ding auf dem Boden. Brung und zack, es ist vorbei. Okay. Dich da können wir doch bestimmt besiegen. What the fuck? Jetzt habe ich aus Schreck das Menü geöffnet. Sehr cool. Okay, hui. Kann man dich besiegen? Denke ja nicht. Wir haben ja erstmal einen weiteren Herzcontainer. Herzkapsel! Da, 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 da. Und jetzt haben wir ein KP zur Verfügung. Woohoo. So, können wir das Ding. Nein, wir können es nicht. What the fuck? 100 KP! Was zur Hölle? Okay, weiter geht's. Da, 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 da unten gab es ja nichts weiter. Also können wir einfach direkt in den Teleporter. Was? Oh. Computer, bla bla bla, wird auf dem Bildschirm, wenn ich muss, und dann kann ich auch den Eierkorridor öffnen und dann können wir auch tatsächlich da reingehen. Wer hätte es gedacht? Mann! Ja! Teleport! Okay. Das heißt, wir wollen uns einfach nach da unten hinbegeben, uns den Herzcontainer schnappen und dann wieder abhauen. Sehr mysteriös finde ich das Ei da unten und die 16, die da drauf steht. Das wird wohl irgendwas zu bedeuten haben. Aber Hauptsache, das Ding da unten macht 100 Schaden, hallo?
So einen Angriff will ich auch. HP-Kapsel gefunden. Kann ich jetzt da hinten wieder rauf? Ja, ich habe eine HP-Kapsel gefunden. Welch Wunder. So. Kann ich jetzt hier wieder rauf? Nein. Okay. Wäre auch nur zu schön gewesen. Hui! Rennen! Okay. Können wir erstmal kleine Hüpfis oder wie auch immer besiegen. So, der rastet jetzt erstmal vollkommen aus. Oh, der rastet auch vollkommen aus. Und wir... Oh, wir haben ein Level Up. Damit können wir jetzt zwei... Ja, du kriegst Level Downs, ist klar. So, damit können wir jetzt zweimal auf einmal schießen. Was macht dann so... Na, na, komm. Doppelt so viel Schaden. Yeah. Fuck yeah. Das ist voll awesome als vorher. Na komm, wir fliegen, ihr habt doch nichts drauf. Mega Man Skills activated. Und so aktivieren. Das klingt wie Actimel. Jetzt gibt mir die Experience Point. Ah, yes! Yes! Ich habe sie besiegt. Na komm, ihr seid doch keine Gegner. Ihr seid keine Gegner. Und du bist auch kein Gegner. Lalalala, oh! Jetzt hätte er mich fast getroffen. Das wäre ja fast schlimm gewesen oder so. Na komm. Oh nein. Wie soll ich sie nur besiegen? Was sind das überhaupt? Elefanten? Oder was soll das darstellen? Egal. Da steht jetzt 12 auf dem Ei. Achso, er sagt einfach Fragezeichen, wenn da hinten offensichtlich nichts ist. Okay. So, Elefant und Dings und... Oh, wir sind Level 3. Wow, das ging jetzt aber dafür schnell. Oh nein! Da wartet sicher kein Bosskampf auf uns. Da bist du ja, du Monster! Ich habe keine Angst vor dir! Ja, was willst du? Du meinst, du schaffst es mich zum Siegen? Komm her und versuch es! Mein Bruder hat mich nie besiegt! Das so relevant ist. Und ja, in einem Schlag. Ja, er gibt auf. Ja, mein Gott. Wer bist du? Oh mein Gott. Nein, fresse ihn nicht auf! Gott, was hat er mit ihm vor? Hinterher! Oh mein Gott, sie sind schnell! Oder so. Okay, da oben kommen wir nur ran, wenn wir durch diese Tür da oben kommen. Wir gehen erstmal zum Safe Room. Safe Room, safe, ist safe, na sicher. So, da oben geht... Ah, da kommen wir wahrscheinlich zum Herzcontainer. Ja. Ein Soldat von der Oberfläche. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Wo sind die anderen? Welche anderen? Was ist das? Du hast dein Gedächtnis verloren. Okay. Er freut sich darüber, dass wir unser Gedächtnis verloren haben. Drecksack! Ja. So, jetzt... Oh, keine Jump'n'Run-Skills. La 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 la. Das würde jetzt keine halbe Stunde dauern, bis ich mal diesen scheiß Herzcontainer habe. Sollte das wirklich länger dauern, glaube ich. Werde ich das Speed uppen. Meine Herren. Oh, Tag. Ich hab echt... Boah. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Mann, ey. Jetzt aber... Oh, Tag. Okay, danke schön. Meine Herren. Damit haben wir 12 HP. Ne, um 4. Wir haben 13. Geil. 13 HP. Damit sind wir... Oh, wir sind schon Level 4. Cool. Aber... nein! Verdammt! Ah! Mann! Warum muss das Ding auch 100 Schaden machen? Gibt's doch nicht. So, jetzt dürfen wir das Ganze nochmal probieren. Jetzt springt er halt gar nicht. Mann! Aber könnte es sein, dass wir für Herzcontainer Experience Points bekommen? Weil jetzt bin ich ja noch Level 3. Gerade war ich ja Level 4, als ich ihn aufgesammelt habe. Hm, wir werden sehen. Oder wird einem einfach abgezogen? Ach, egal. Jetzt bin ich nämlich... Ach so, nee, das sah nur so aus wie ein Viererschuss. Ist es aber gar nicht. Es ist einfach nur ein Dreier. Okay. Übersprungen.